So, ja, genau. Moin Leute, was geht? Mein Name ist Edugamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online auf der PlayStation 4. Genau, und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video und zwar... Nein, warte mal. Wir brauchen noch erstens mal... Kohle brauchen wir, genau. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video und zwar heute wieder mit einem Inhalt. Und zwar ist euch bestimmt aufgefallen, dass letzter Zeit ja sehr wenig kommt bei mir auf meinem Kanal. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich wirklich auch daran überlegt bin oder überlege, mit YouTube aufzuhören. Das heißt, meinen Kanal zu schließen und auch meinen dritten Account zu löschen. Eigentlich alles, was mit der junge Zocker zu tun hat, weil mir YouTube, wie es heute sich entwickelt hat, oder besser gesagt, wie sich YouTube allgemein entwickelt hat, das nicht mehr akzeptieren kann, auf YouTube weiterzumachen. Weil was ich sehe, das ist einfach schlimm. Es fängt an, dass ich YouTube aufmache und mir werden erstmal irgendwelche Kanäle empfohlen. Paola Maria oder was? Was war das noch? Irgendwas mit Dagibee und Lion TV. Ich gucke das an und was ist denn das für eine Scheiße, ne? 95% des Videos besteht aus Produktplacement. Das heißt, die zeigen ihre Eyeliners und ihre Lippenstifte da in ihre Kameras und kriegen natürlich von den Herstellern auch noch ordentlich Provision, ne? Da verstehe ich das nicht. Ich gucke ein Video an, aber die so ein Schrott, ehrlich. Und Comedy auf YouTube. Wo ist das Comedy? Wo sind die wahren Künstler von Comedy? Das sind Leute wie Rüdiger Hoffmann. Das ist wirklich ein Komödiant, ne? Bülent Ceylan, das ist für mich Comedy. Aber das, was auf YouTube ist, das ist alles nur... ich will jetzt keinen schlecht machen, aber das ist für mich Bullshit, ganz ehrlich. Es fängt auch an, dass viele geldgeile YouTuber unterwegs sind auf YouTube, die, die einfach geldgeil sind. Muss man ganz ehrlich zu sagen. Und da habe ich einfach auch keine Lust mehr, unter YouTubern zu sein, die teilweise auch irgendwelche Videotitel benutzen, die gar nicht das Video entsprechen. Zum Beispiel, Jungfrau wird von einem Tiger entjungfert. Und im Endeffekt ist es ein ganz normales Call of Duty Gameplay, was mit dem Titel gar nichts zu tun hat. Da werden noch Brüste reingemacht, einen geilen Arsch von einer geilen Frau und fertig ist die ganze Sache. Klicks, Abonnenten und am Ende vom Video nochmal abonnieren rein. Ich finde einfach, mir macht das Ganze, dieses ganze YouTube hat sich falsch entwickelt. Es ist zu einer Geldquelle geworden. Viele große YouTuber, mittelgroße YouTuber wollen immer mehr verdienen. Die wollen immer mehr Abonnenten und auch immer mehr Kohle. Und beim vielen merkt man schon an, die empfehlen in ihren Videos ihre Produkte, ey, ich habe hier das hier und das Equipment und diese Maus, die könnt ihr im Shop bestellen und spendet doch mal ein bisschen was auf meiner Twitch-Seite. Das sind für mich keine YouTuber mehr, das sind einfach nur noch widerwärtig, mich widert sowas einfach nur an, dieses Geldgeile. Und deshalb habe ich auch keine Lust mehr auf YouTube weiterzumachen, weil, sollen die geldgeilen YouTuber alleine machen, aber sollen die geldgeilen YouTuber durch die Plattform verseuchen mit ihren falschen Titeln und in ihren komischen Werbevideos, mich interessiert das nicht mehr, weil ich habe wirklich so keine Lust mehr mit YouTube weiterzumachen. So leid es mir wirklich tut. Aber was soll ich denn machen? So, aussteigen. Früher, als YouTube ganz, ganz, ganz frisch war, da war das noch alles cool. Ne? YouTube Money, kein YouTube Money. Man hat nichts mit Amazon Links verdient. Gar nichts. Die YouTuber haben das YouTube betrieben aus Spaß. Das ist heute nicht mehr so. So ist es leider. Ich würde schon sagen, dass zwischen 20% und 30% der großen YouTuber YouTube nur noch betreiben, weil YouTube Money fließt. Sonst würden die das auch nicht mehr machen. Und das ist einfach schade, dass es so viele YouTuber gibt, die ja nur YouTube betreiben durch YouTube Money. Ich will keine Namen nennen, aber ich denke, ihr wisst Bescheid. So. Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit auf YouTube, muss ich absolut sagen. Auf jeden Fall werde ich in den nächsten Tagen meine Entscheidung fällen
und dann auch ein Video machen über meine Entscheidung, wie ich mit YouTube weitermachen möchte. Ne? Genau. Muss ich aber dann noch mal schauen. Und in meinen Augen unterstützt YouTube kleine YouTube-Kanäle kaum bis gar nicht. Ne? Die großen YouTuber machen nur was mit den großen YouTuber und die kleinen YouTuber machen doch nur was mit den kleinen YouTubern. Das ist eine ganz schlimme Sache, ne? Die kleinen YouTuber machen mit den kleinen YouTubern was, weil sie Spaß haben wollen. Die großen YouTuber machen mit den großen YouTubern, um stärker promotet zu werden, um zu unterstützen, ne? Der eine mit 1 Million Abonnenten unterstützt den einen mit 800.000 Abonnenten, ne? Ich finde das eine ganz schlimme Sache auf YouTube. Find das furchtbar, wie es sich in YouTube entwickelt hat und muss auf jeden Fall meine Entscheidung fällen, ob ich dann wirklich aufhöre auf YouTube und ja, so leid es mir tut. Aber so wie es YouTube ist, kann ich nicht weitermachen. Naja, ich werde meine Entscheidung auf jeden Fall fällen in den nächsten Tagen, da wird ein Video kommen und so lange wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut auf jeden Fall rein, Mann, ihr seid die Besten. Haut rein, ciao.